Und damit herzlich willkommen zur Mitte der Woche bei den Farming Nerds. Es ist Mittwoch, irgendjemand hat mir gerade ein Video geschickt, das gucke ich mir gleich auch noch an. Und ja, wir sind mittendrin in der Rübenernte, wie immer mit dabei, die Heidi, der Flo, der Bonkers und der Tobi. Hi! Hi! Wo ist eigentlich der Bonkers? Gute Woche! Ach, da ist er ja! Wie majestätisch er da draufsteht. Ja, oder? Ja. Wahnsinn. Tago muss zerstört. Was? Ja. Bürger Roms. Der Flo schleicht sich durchs Gras, auch sehr schön. Jutti, wir fordern mehr Rüben für die Bürger Rom. Ganz genau. Was machen wir denn heute, Flo? Heute, das war ja die letzten Tage nur der Anfang. Wie ihr hier seht, soweit das Auge, seht ihr nur Rüben und die werden heute geerntet. Yes, sir. Dann wollen wir mal. Besetzung wie immer. Heidi und ich fahren ab. Flo fährt den Ernter und Bonkers trägt die Verantwortung. Komm mal hierher kurz, Tobi. Das sieht einfach geil aus. Oh, das will ich auch sehen, wie was geil aussieht. Da sieht man zwar, dass einer auch vergessen hat, hier ein bisschen Monsanto-Zeug zu sprühen, aber... Ich habe das getrunken. Ich dachte, das wäre zum Trinken. Das erklärt so einiges. Nun gut. Dann wollen wir mal. Ich will das am besten gar nicht. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich gucke mir meine Bäume an. Schwupps, weg war er. Ach, Bonkers? Ja, bitte. Könntest du auf dem Weg zum Hof den Raupenfend mitnehmen? Das tue ich. Das ist super, vielen Dank. Raupenfend. So, den aufsetzen. Bergsteigermüsli von Raupenfend. Raupenfend. War das nicht Schnee? Von Raupenfend. Werbekosten gespart haben über die Jahre, ne? Was? Das spricht ja alles der Chef von denen. Ich jetzt? Ja. Was? Da haben die irgendwann mal angefangen, weil die da nicht wie eine Marketingagentur engagieren wollten oder so und seitdem ziehen die das, glaube ich, durch. Das ist ein Typ. Okay, trotzdem. Für die Werbung braucht man auch keine Marketingagentur, aber... Trotzdem, aufgrund der Werbung habe ich das jahrelang boykottiert. Bis wir mal in Berchtesgaden spazieren waren, der Flo und ich und noch ein Kumpel. Und dann wurde ich erstmal gezwungen, mir Raupenfend-Müsli-Riegel zu kaufen. Seitdem bist du süchtig nach dem. Die Müsli-Riegel sind tatsächlich gut, ja. Aber ich mag die Werbesprüche nicht. Zum Glück stehen die nicht auf den Riegeln drauf. Heidi, wenn du willst, kannst du schon mal hinterherfahren. Soweit. Okay. Oder du bleibst hier und ich fahre hinterher, ist mir egal. Dann fahr mal hinterher, ich nimm dann die nächste Fuhre. Alrighty. Jetzt ist er richtig auf den Trip gekommen, jetzt hörst du im Hintergrund nur Raubenfend. Und dazu Bonkers Ballerbrause. Genau. Mit irgendwas muss man das Müsli ja runterspülen. Das nächste Staub. No. So, jetzt bin ich bei 50%. Ich sag ja, maximal anderthalb Bahnen. Dann... Oh, na toll. Ja, diese Jugendherberge. Ja.
Also ich glaube mal, bis an die südwestliche Ecke des Feldes kommen wir vielleicht. Wie viel km/h fährst denn du? 12. Lass sie bloß 12. nicht blitzen. Ich heiße ja nicht Bonkers. Das stimmt natürlich. So, jetzt wird es spannend, weil so komme ich hier nicht rum. Nicht die unsaubere Ecke angucken, bitte. Ist ja nicht die erste. Vorhin übrigens noch was weggemacht von diesen einzeln stehenden Rüben. So. Nicht, dass ich das so stehen lassen würde. Das lasse ich mir nicht auf mich kommen. Falls sich jemand fragt, warum ich das hier so klein schnipple von den Zuschauern, immer wenn ich versuche, diesen Ast hier aufzuheben, aktiviere ich die Rampe. Das heißt, der lässt sich so einfach nicht aufheben. Bevor ich hier anfange, mit irgendwelchen Geräten rumzufummeln, schnitze ich das lieber klein. Manuell Hackschnitzel gemacht, nicht schlecht. Genau. Pfeile. Von Raubenfan. Genau. Entschuldigung. Da ist es wieder. Hopp. Raupenfend. Ich bin voll. Mit Bonkers Also der Anhänger. Möller-Pause. Boah, wie gekonnt er langsam vorwärts fährt. Ja, der kann. Er genießt halt, was soll man machen? Boah, geil. Und jetzt kommt da noch, warte mal. Jetzt kommt da die Bundeswehr noch im Hintergrund. Schön. Schönes Bild. Fährst du hin? Na, wieder zurück? So, ich dachte, du fährst jetzt da auf den Kahn rauf. Nee, nee. Falls hier jemand noch Stullenbretter braucht, kann er sich bei mir abholen. Stullenbretter. So, Runde. Ja. Bonkers hat Papier draus geschnitten. Genau. Nennen wir ja auch Papyrus-Bonkers. Bist du jetzt? Paar Bonkers. Heidi nochmal. Wo bist du denn jetzt? Muss ich jetzt schon irgendwo hinfahren? Nee, nee, du kannst warten und Der sobald Flo an letzte. dir vorbeikommt, fährst du hinterher. Ach so, okay. Einfach so ein riesen Magnet bei mir hinten ran und zieh dich dann mit, wenn ich vorbeikomme. Oh, jetzt leckt's aber. Schmeißt einfach einen Anker und den haken wir bei mir ein und dann geht los. Jetzt mal mit dem Holzmagnet hier vorbeikommen. Holzmagnet, ja. Den Borkenkäfer, der die Wälder zerstört, eigentlich müsste der Bonkerskäfer heißen. Genau. Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen, weiß nicht, wenn es ein bisschen zu dumm ist, der Witz. Nee, ist schon ganz okay. Warum leckt es denn jetzt hier so? Hier Vielleicht, geht weil es. zu wenig Bäume liegen. Boah. Wenn mir jetzt jemand einen Kaffee in den Ernter bringen würde, das wäre geil. Oh, Kaffee habe ich auch noch.
Hab mal wieder mal einen frischen Kaffee gemacht. Jeden Tag. Wie jeden Tag? Jeden Tag, den ganzen Tag. Richtig. Fahren wir jetzt in die andere Richtung wieder? Wegen der. Ich bin erstmal so rumgefahren jetzt. Okay. Weil und ich fahre erstmal hinterher. Also, ja. Nee, aber dann nee, andersrum, oder? Damit du, damit wir leichter laden, beziehungsweise abtanken können. Also, kriegen wir schon hin, wenn ich voll bin, dann fahre ich einfach auf die äußere Bahn. Oder so. Und Heidi auf die Bahn, die ich gerade gemäht habe, und dann passt. Oder ich drehe auch, ich kann auch umdrehen. Nee, pff. Ich drehe hier vorne um an der Ecke, dann gibt es da keine Diskussion. Keine Diskussion. Ich wollte auch nichts diskutieren. Hätte sich auch nicht gelohnt. Diskutieren? Ja. Wenn DP voll ist, lohnt sich das überhaupt nicht. Flo, meine ich. Sollte es heißen. Stich. Oh, die Laterne ist, die ist fest. Oh. Ja, das musst du dann leider auch umdrehen. Kein Problem. Oder du fährst einfach rückwärts den ganzen Weg. Mhm, rückwärts ist total, also. Also. Convenient. Lieber fahre ich einmal aufs Feld. Rückwärts ist nicht meins. Also nicht hier. Ja, aber so schnell wie Tobi ist, reicht trotzdem einer wahrscheinlich. Bin jetzt bei 90. Dann hat er zwar null Atempause, aber. Ach, auch er gar nicht. Ja, das ist, weil du jetzt noch hier oben bist, ne? Also du meinst, wenn ich am Feldende wäre oder was? Das macht so einen großen Unterschied, oder wie? Das sind schon ein paar Meter. So, kannst schon rangefahren kommen. Geht das oder soll ich? Nee, alles gut. Perfekt. Schön im Schatten auch. Na, die Sonne nicht so auf die Glatze. Ja. Guck mal, wie der Chef da steht und guckt, dass wir ja nichts, keine einzelne Rübe zur Seite fallen lassen. Ich versuche nur schöne Einstellungen für den Film zu bekommen. Für den Film, das sagen die Chefs immer. Da meinen sie Überwachungskameras. Letzte von Lidl auch erzählt. Haben sie da wieder jemanden gefeuert oder was? Ja, aber damit liegt man nie falsch, wenn man sowas sagt. Gucken, ob einer von unseren Zuschauern gerade gezuckt hat. Das siehst du nämlich auch auf deiner Kamera, ne? Ne, ich hab ja gleichzeitig alle Kameras von unseren Zuschauern an. Aha. Nur Finger aus der Nase.
Tja, liebe Freunde der italienischen Oper. Ach nee, warte mal, wir hatten ja hier Freunde, die nicht Freunde der italienischen Oper sind. Egal. Das war's wieder für den Mittwoch bei den Farming Nerds. Wir sind mittendrin in unserer großen Rübenkampagne, a.k.a. Frühstücksbrettschneiderei. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß heute, mindestens genauso wie wir. Es geht natürlich morgen, wer mag es erraten, weiter mit Rüben, aber es gibt auch noch einiges anderes zu tun. Und ja, dann schauen wir mal. Wie immer der Abgesang von Bonkers. Ja, wie immer, die letzten zwei Tage. Wenn es euch gefallen hat, dann einfach einen Daumen hoch. Einmal abonnieren bitte und in die Kommentare, was euch auffällt. Und auch wenn euch mal nichts aufgefallen ist. Hinausens. Und wir sagen Tschüssi, bis morgen. Bis morgen, ciao.